Moin Leute, herzlich willkommen aus dem Spreecamp heute beim Carsten zu Hause. Wir sitzen hier gerade schön in der Spreeaue. Lassen uns die Sonne ins Gesicht scheinen. Ohne Kaffee. Ohne Kaffee ist egal. Und kommen heute mal zu einem Tipp, das Thema Projektplanung. Genau. Ist eigentlich ein ganz interessantes Ding. Der Carsten wird euch da mal ein bisschen was dazu erzählen. Seid ihr Leute, die jetzt Sachen planen, Pflanzen fotografieren, Singvögel fotografieren oder sonst irgendwas? Oder seid ihr mehr so die Leute, die jetzt spontan rausgehen und genau das fotografieren, was euch vor die Linse kommt? Aber heute soll es mal um Projektplanung gehen und da hat der Carsten heute einen ganz wichtigen Tipp für euch. Genau, jeder hat so seine Vorlieben. Die meisten ziehen los und sind gespannt, was vor die Kamera kommt. Das kann wirklich interessant sein, wenn man sich mit einer Sache intensiver beschäftigt und wirklich mal so ein kleines Projekt plant. Das können Pflanzen sein, das können irgendwelche Tiere sein. Wir haben hier ein kleines Beispiel einfach mal, damit sich das leichter erklären lässt, was wir auch mit ein paar Bildern unterlegen werden, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Also wir haben hier ein paar Bilder vom Kleiber gemacht, den wir hier beim Ausbau seiner Bruthöhle gefunden haben. Und wie bereite ich so ein Projekt vor, wenn ich so ein Tier fotografieren möchte über das ganze Jahr über? Das heißt also bei den verschiedensten Aktivitäten, die er dann eben macht. Das Wichtigste ist, wie wir es schon mal ganz am Anfang gesagt haben bei einem der ersten Videos, ihr müsst euch informieren. Ihr müsst euch mit Literatur eindecken, ihr müsst Informationen sammeln, damit ihr wisst, was dieses Tier, wie es überhaupt lebt, wo es vorkommt, wo ihr es finden könnt, wo es brütet. Ja, anhand des Kleibers, also ein bisschen ornithologische Literatur, nicht in erster Linie Bestimmungsliteratur, wie er aussieht, das wissen die meisten schon, sondern eher, wo es ums Verhalten geht. Ja, dann ist es auch wichtig, dass ihr euch vielleicht ein paar Tipps holt bei Leuten, die sich damit auskennen, Ornithologen in eurem Umfeld. Aber es kann auch schon nützlich sein, einfach mal beim Nachbarn am Futterhaus zu gucken, ob dort vielleicht im Winter ein Kleiber da ist. Und im Internet zum Beispiel Foren, Naturfotografen Foren oder sonst selbst so Wikipedia. Also es sind nicht immer unbedingt Foren. Das ist für mich ist das ein sehr umstrittenes Thema, kann man extra mal machen. Es gibt gute Tipps, aber zum anderen gibt es auch Leute, die wollen nicht mit Informationen rausrücken. Also diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Wikipedia ist ganz gut, da kriegt man einen guten Überblick. Da kann man zum Beispiel neben Bildern und Informationen auch die Stimme der Tiere meistens abfragen. Und das ist auch sowas, was gerade bei der Singvogel- oder Vogelfotografie wichtig ist, dass ihr euch mit den Lautäußerungen beschäftigt. Denn ihr wisst dann erstmal, okay, ein Kleiber ruft so, wenn er ziemlich erregt und aufgeregt ist, weil vielleicht eine Katze in der Nähe ist und das Männchen zeigt mit dem und dem Gesang das Revier an. Ja, also es gibt da sehr unterschiedliche Gesänge und Lautäußerungen bei Tieren. Und es ist immer ganz gut, wenn man da sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Der nächste Punkt wäre, wenn ihr also euch mit Literatur eingedeckt habt, ist übrigens dann eher schon was für den Winter oder für Schlechtwettertage, ja, oder abends als Bettlektüre, dann solltet ihr auf jeden Fall Ausschau halten, wo finde ich das Tier, ja, geeignete Lebensräume aufsuchen. Und dann nehmt ihr erst nicht die Kamera mit, sondern zuerst nehmt ihr den Fernglas mit. Also, genau, also das haben wir euch schon mal auch beim ersten Video, glaube ich, mal erklärt. Einfach ein Fernglas mitnehmen genug und das Tier beobachten, wo fliegt es lang, vom Nest zum Futterplatz. Das sind meistens dieselben Wege, die die Tiere nehmen. Und da kann man dann auch wunderbare Bilder machen, wenn er sich zum Beispiel mal irgendwo auf dem Ansitzast setzt. Und ihr merkt einfach mal, wo die bevorzugten Sitzplätze. Bei vielen Vögeln ist es so, ja, dass die bevorzugte Plätze haben. Der Kleiber, das Männchen, hat häufig eine Singwarte in der Nähe seines Brutplatzes. Da sitzt er dann auf einem Ast und verkündet eben, dass er das Revier besetzt hat. Also diese Beobachtungen sind eine ganz wichtige Basis für eure Fotografie, weil dadurch spart ihr euch extrem viel Zeit. Ihr versucht euch ständig irgendwo an etwas ranzupirschen und beunruhigt das. Dabei, wenn ihr das genau gesehen habt, okay, da hält sich das Tier häufig auf, dann setzt ihr euch an diese Stelle und könnt von da aus alles machen. Der nächste Punkt wäre dann, dass ihr euch natürlich auch über die Technik Gedanken macht. Das heißt also nicht bloß eure Fototechnik, welches Objektiv ihr nutzt, ob es lichtstark genug ist oder ob man einen Blitz einsetzen muss, ob man ein Stativ braucht, sondern auch über nützliches weiteres Zubehör. Muss ich von einem Versteck aus fotografieren? Brauche ich Tarnkleidung oder kann ich vollkommen frei, wie häufig in der Stadt, in irgendwelchen Parks, da lassen sich die Tiere gar nicht stören. Auch so ein Kleiber, da gibt es Stellen, die fressen einem teilweise sogar aus der Hand. Ja. Dann ist es wichtig zu schauen, wie ist das Licht? Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. An der Stelle, wo ihr seid, ja,
ist es sehr beschattet oder aber ist vormittags das Licht auf der Höhle oder auf dem Sitzass oder ist es am Nachmittag eher besser, am Abend? All diese Informationen braucht ihr dringend und dann erst geht es wirklich ans Fotografieren. Und das macht ihr dann eben, wie gesagt, zu, bei all den Situationen, die ihr umsetzen möchtet, ja, wo ihr eben die, eure Bilder macht, die ihr im Kopf habt, immer wieder von neuem, egal ob das da in der Bruthöhle ist, in der Nähe der Bruthöhle oder aber am Futterhaus oder aber irgendwo bei der Nahrungsaufnahme. Bei der Bruthöhle übrigens, das ist der sensibelste Teil. Da sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Denn da kann man sehr viel Schaden anrichten, also geht nicht einfach drauf los und baut euer Versteck. Gerade in der Anfangszeit, wenn die Tiere anfangen, ihre Brutreviere zu besetzen und die Bruthöhlen auszubauen oder sonst irgendwas. Wenn man dort zu nah rangeht, ist die Chance ganz, ganz groß, dass die Tiere massiv gestört werden und die brechen sofort alles ab. Eben. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Deshalb ist es auch so, wenn ihr noch keine großen Erfahrungen habt, versucht es einfach nicht am Nest direkt zu fotografieren. Das heißt, ihr könnt Tiere während der Aufzuchtzeit der Jungen oder während der Brutzeit gerne fotografieren. Bei den meisten Vogelarten ist es so, dass das Weibchen brütet oder ein Partner brütet und das Männchen sitzt in der Nähe, singt oder versorgt das Weibchen zum Teil mit Nahrung. Da gibt es immer wieder Situationen, die man sehr gut fotografieren kann, wo man nicht unmittelbar vor dem Niststandort sein muss. Aber wenn ihr zum Beispiel in einem Park, wo in der Nähe des Weges so eine Höhle ist, wenn ihr da fotografieren wollt, dann ist es also gar kein Problem. Wenn ihr das von Weitem erstmal beobachtet, fliegen die Vögel aufgeregt weg, wenn da Läufer oder Spaziergänger dran vorbeikommen. Und dann seht ihr, wie die sich verhalten und dann könnt ihr selber ganz gut einschätzen, ob man da rangehen kann oder nicht. Ja? Genau. Auf jeden Fall solltet ihr es nicht drauf ankommen lassen und die Tiere verlassen das Gelege und dann werden die Eier kalt. Das wäre natürlich eine Katastrophe, dann wird aus dieser Brut nichts werden. Ja. Übrigens zum Kleiber noch abschließend. Der Name des Kleibers rührt daher, dass das Tier ganz, ein ganz interessantes Verhalten hat. Das ist vielleicht wirklich ein interessanter Projektvorschlag für euch. Die Mauern, die Eingänge ihrer Bruthöhlen, also sie sind Höhlenbrüter, die mauern sie zu quasi mit Lehm, nicht mit Erde gemischt. Ja, das ist im Grunde eine Art Mörtel, den rühren die selber an. Ja, das sind also mit kleinen Pflanzenteilchen vermischte Erdmaterialien, Lehm und so weiter, wie gesagt, leicht feucht. Das, damit mauern die diese Eingänge so zu, dass sie eben wirklich nur noch selber durchpassen. Und daher auch der Name abgedichtet. Heißt, ne? Genau, der Name kommt von Kleber und Kleber war der Maurer früher. Ja, und der Kleiber ist eben der Maurer unter den Vögeln. Also wie gesagt, das ist ein tolles, interessantes Projekt. Dazu werden wir euch natürlich dann auch beim Workshop genau. ein bisschen mehr berichten. Wir werden jetzt mal ganz kurz einen Cut machen. Denn da hinten, auch hier auf dem Land, kommt manchmal ein ja, etwas lauteres Fahrzeug. Ja, gerade ein bisschen laute Technik. Die werden wir jetzt einfach mal durchlassen und dann wirst du was zum Thema Workshop sagen. Genau. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Ja, Leute, jetzt ist der Bagger dann doch, Gott sei Dank, weitergefahren. Er hat ja auch noch eine Weile gestanden. Thema Workshop. Carsten hat es gerade kurz angesprochen. Ich hatte schon 2-3 Zuschriften bekommen. Und der Workshop findet ja, wie wir das schon ein paar Mal jetzt gezeigt haben, am 10. Juni statt. Und das Ganze wird hier bei Carsten im Spreecamp sein. Das wird unsere Basis, also wir treffen uns hier. Uhrzeit und so weiter bekommt ihr dann auch mitgeteilt, zugeschickt. Und wir werden hier anfangen, wir werden uns hier ein bisschen kennenlernen. Wir werden uns dann hier euch einfach mal unsere Bilder zeigen. Also wir werden hier unsere Fotografie vorstellen. Genau. Das heißt also, es wird einen kleinen Vortrag geben von uns. Mit Bildbeispielen, die wir dann gleichzeitig besprechen und jeweils auch schon anhand dieser Bilder erklären, wie unsere Herangehensweise ist bei den Fotos, was man dabei beachten muss. Und dann geht es auch gleich über in nützliche Hinweise und Tipps, in denen wir dann auch praktisches Zubehör vorstellen werden. Was wir nicht machen werden. Ganz, ganz wichtig, bringt genau. bitte eure eigene Technik mit. Und Grundvoraussetzung sollte schon sein, ihr beherrscht die halt ein wenig. Ne? Also wir können euch gerne mal genau. so 2-3 Tipps geben, aber es wird kein reiner Technik-Workshop. Es geht wirklich nur wirklich um die Naturfotografie. Naturfotografie verstehen lernen und wir werden dann auch definitiv rausgehen.
es funktioniert eben auch nicht. Also das müsst ihr verstehen. Wenn wir jetzt jedem seine Kamera erklären müssen, dann ist der Tag schnell rum. Ja? Und das soll also auf keinen Fall der Schwerpunkt sein. Ihr solltet wenigstens grundlegend, ihr solltet wissen, Blende, Zeit, zack, 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 wo ist euer Schalter für was? Ja? Wir kennen auch nicht jedes System. Also ich meine, man kann sich schnell in jede Kamera einarbeiten, aber die versteckten Details, die finden wir auch nicht gleich. Die Grundlagen müsst ihr beherrschen für die Fotografie. Das ist also eine wichtige Voraussetzung. Genau. Und ja, wir gehen raus, das hattest du schon gesagt, natürlich. Mal schauen, in welche Richtung es gehen wird. Es wird in der Spreeaue definitiv sein. Und dann gibt es eben den praktischen Teil für euch, ja, wo Aufgaben gestellt werden. Wir denken mal so, jeder sollte so 2-3 Bilder machen. Dann gehen wir wieder zurück ins Camp und werden die Bilder mit euch dann natürlich auch besprechen, auswerten und euch dann wieder Tipps geben, wie man das eine oder andere verbessern kann oder... Genau, also es wird, was heißt verbessern, es wird zum einen, wird es natürlich kritische Hinweise geben, wir werden das gemeinsam besprechen, wir wollen da niemanden runtermachen, keine Panik, keine Angst, es ist ein für Einsteiger in Sachen Naturfotografie und wir werden natürlich nicht, wenn wir hier unterwegs sind, gleich Seeadler und so weiter oder irgendwelche Highlights. Vielleicht hat man Glück und... Ja, das ist natürlich alles da, aber trotzdem. Und zum anderen werden wir aber zum Stichwort verbessern auch einen kleinen Einstieg so ein bisschen in die Bildbearbeitung geben. Wie kann ich das noch ein bisschen optimieren? Weil manche fotografieren einfach und leben mit den Ergebnissen, wie sie out of cam sind. Man kann das eine oder andere tun, um das ein bisschen zu optimieren. Das soll eben dann auch noch mit dabei sein. Das heißt also, es ist vielleicht auch ganz praktisch, wenn ihr Bildbearbeitungsprogramme habt und einen Laptop habt, dass ihr das auch mitbringt. Ist aber jetzt nicht zwang. Ist also nicht zwingend notwendig, aber ihr könnt das gern machen. Auch, was ich auch toll finden würde, wenn ihr ein paar Bilder mitbringt. Also nicht jeder 100 Stück. Ich sag mal, das ist ganz gut für die Vorstellung. Wenn jeder 2-3 Bilder, die er besonders mag, mitbringt, die wir zum Anfang mal sehen können, damit wir auch sehen können, wo ihr vielleicht so steht und was ihr bisher so gemacht habt, das ist dann vielleicht schon mal interessant für die Vorstellung an sich. Ja. Und denkt dran, Juni, es kann heiß sein, es kann aber auch kalt sein, aber regnen, wetterfeste Klamotten ja, sowieso einpacken. Ne? Und genau, wir gehen also nach Möglichkeit bei jedem Wetter kurz raus und werden fotografieren. Auch wenn es regnet, dann wird sich das natürlich der praktische Draußenteil nicht so lange abspielen. Wir werden nicht weit gehen, aber wir wollen trotzdem versuchen, auch im Regen zu fotografieren, falls es regnet. Ja, wir hoffen natürlich, dass ein bisschen... Wir hoffen, dass wir haben es schon auf den 10. Juni geschoben. Also wir denken mal, dass da das Wetter mitspielen wird. Genau. Ja, das war eigentlich schon zum Workshop. Wenn es jetzt noch Fragen gibt zum Workshop, den Carsten direkt über seine Homepage anschreiben oder Mailadresse, die ja auf Facebook meinetwegen auch. Und in die Kommentare könnt ihr auch was unten reingeben. Kein Problem. Genau, wir werden sehen, dass wir euch eure Antworten zeitnah geben. Es wird auch einen Flyer geben, noch vor dem Workshop. Den können wir dann mit rausschicken. Aber auch noch einen detaillierten Ablauf für die Leute, die daran teilnehmen wollen, auf jeden Fall. Wie viele Personen machen wir? Maximal 10? Also es sind maximal 10 Leute. Das geht ganz gut, weil wir sind zu zweit. Wir können also auch in kleinen Gruppen dann arbeiten. Und in dem praktischen Teil, dann habt ihr auch mal Ruhe für euch. Und also die Region hier ist groß genug, dass wir mit 10 Leuten auch mal eine Zeit lang alleine unterwegs sein können. Ihr bekommt eine Aufgabe. Und 10 Leute, denke ich, ist ganz gut für 2 Referenten. Ich glaube, das war's für heute. Ja, heute gibt es mal keine Bildbesprechung, weil wir, wie gesagt, um diese Workshop-Werbung oder um die Inhalte gefragt wurden, dachten wir, machen mal ein bisschen Werbung für uns selbst. Deshalb fällt die Bildbesprechung heute mal weg. Gibt es beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Und ein ganz spannendes Thema beim nächsten Mal. Gestern haben wir schon den ersten gehört. Wiederhopf. Genau, achso, das ist ja so ein bisschen Lennart sein Projekt. Ja. Das war zum Beispiel mein Projekt letztes Jahr gewesen. Aber dazu gerne mehr dann beim Workshop. Und im nächsten Film wird es dann mit höchster Wahrscheinlichkeit um den Wiederhopf gehen. Und ich denke mal, das war's. Ich bin mal gespannt, ob du das dann alles auf die Reihe kriegst. Genau, das war's. Wir gehen erstmal einen Kaffee trinken. Alles klar. Gut. Lasst euch gut gehen und geht raus und fotografiert. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.